Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Hier direkt an der Wesermündung lebt und arbeitet es sich nordisch frisch. Wir lernen Joanne kennen. Sie absolviert gerade ein duales Studium in der sozialen Arbeit. Die Lebenshilfe Bremerhaven, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ist ihre Praxisstelle. Hier hat Joanne bereits ihr FSJ gemacht. Das hat ihre Lebensplanung auf den Kopf gestellt. Gehen wir hinein und fragen einfach mal nach. Was hat dich motiviert, ein FSJ zu machen? Also ich brauchte das FSJ erstmal für mein Fachabitur, um die praktische Anerkennung zu bekommen. Und im Nachhinein hat mich viel mehr motiviert, die Leute hier, die Arbeit hier, das Team. Ich habe die Stelle gefunden über meine Mama, sie hat mir da die Stelle angeraten. Und ich brauchte halt eine Stelle für die Überbrückung für mein Fachabitur. Und ja, habe dann hier einen Hospitationstag gemacht und ich habe mich direkt in den Job verliebt. Aber an sich sonst halt auch Stellenanzeigen oder das Internet hätte mir dabei geholfen. Wie hat sich die Arbeit bei der Lebenshilfe auf deine Lebensplanung ausgewirkt? Also es hat sich sehr viel dafür ausgewirkt, weil ich halt vorher was ganz anderes studieren wollte, International Management. Und nach dem FSJ hier habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich viel mehr liegt und dass ich in die Richtung gehen möchte. Und dadurch studiere ich das jetzt ja auch. Also ich sitze hier viel im Büro, aber gehe auch durch die Gruppen, begleite die Leute bei ihren Problemen, bei ihren Fragen, schreibe Berichte. Auf alle Fälle muss man offen sein und einfach kommunikativ. Ansonsten kommt man, glaube ich, in sozialem Beruf nicht so gut an. Empathie muss man empfinden. Danach werde ich wahrscheinlich von der Lebenshilfe übernommen, aber ich habe auch sonst ein relativ großes Spektrum. Man kann ja mit der sozialen Arbeit bei vielen anderen Trägern auch anfangen. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Ich hatte sehr viele schöne Erlebnisse mit meiner Gruppe in meinen ganzen eineinhalb Jahren. Also eins, das mir in Erinnerung geblieben ist, war in meinen ersten Tagen. Da bin ich in die Gruppe reingekommen, dann kam einer aus meiner Gruppe direkt auf mich zugerannt, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, schön, dass du da bist. Und das sind einfach so kleine, schöne Momente, die man hier auch sammelt. Nicht nur große Ausflüge, sondern viele kleine, schöne Momente. Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.diakonie-in-niedersachsen.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.